Hallo und herzlich willkommen zum letzten Uni-Programm für diese Public Climate School. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum Thementag Unsere Politik. Wir sind bei den Lectures for Future. Bei den Lectures for Future geht es darum, dass wir Vorlesungen neu denken und euch interessante Themen rund um die Klimakrise vorstellen. Heute mit dem Vortrag Das Gespenst der grünen Demokratie von Dr. Rahel Süß. Sie ist politische Theoretikerin an der London School of Economics and Political Science und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und sie beschäftigt sich damit, wie unser Zusammenleben strukturiert werden soll. In ihrem Vortrag soll es heute um die Frage gehen, ist ein sozialökologischer Wandel in unserer bestehenden Demokratie möglich? Sie kann leider nicht live dabei sein, weil ihr ein dringender Termin dazwischen gekommen ist, aber sie hat uns eine Aufzeichnung geschickt in ihrem Vortrag und das wird jetzt super spannend. Im Anschluss geht es noch weiter mit Markus Lederer. Er ist Professor an der Uni in Darmstadt und wird dort über die internationale Klimapolitik etwas erzählen. Also ganz viel Spaß mit dem Vortrag. Noch kurz zu mir. Ich bin Fabi aus dem Team der Public Climate School, bin hier sonst wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bochum und vor allem Klimaaktivist. Ja, und freue mich, dass so viele wieder zugeschaut haben die Woche und jetzt ganz viel Spaß mit dem Vortrag. Hallo und herzlich willkommen zum Uni-Programm der Public Climate School. Mein Name ist Rahel Süß und ich werde heute über die Rolle von Demokratie für einen sozial-ökologischen Wandel sprechen. Aber bevor ich beginne, nochmal ganz herzlich Danke an die OrganisatorInnen der Public Climate School, die ein unglaublich beeindruckendes Programm auch dieses Jahr wieder auf die Beine gestellt haben. Ja, danke dafür und danke auch für euer Interesse an der Veranstaltung heute und an auch anderen Veranstaltungen und für eure Teilnahme. Genau, vielleicht noch ein paar Vorbemerkungen, bevor ich dann mit dem inhaltlichen Teil starte. Viele von uns, wahrscheinlich die meisten von uns, sind auch pandemiebedingt ja durchaus vertraut gemacht worden mit diesen virtuellen Formaten. Ja, ich möchte nur vielleicht noch dazu sagen, dass es sicherlich nicht das beste Format ist. Also so eine virtuelle Lecture, eine virtuelle Vorlesung ist sicher nicht das beste Format, um Wissen gemeinsam zu erarbeiten oder auch Wissen zu transportieren. Und ja, vielleicht das einzige Positive, was man hervorheben kann an dieser ja, virtuellen Vorlesung ist, dass man sie sich, wenn man denn möchte, nochmal anschauen kann, beziehungsweise auch in Stücken anschauen kann. Genau, ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen, dass ich werde gleich meine PowerPoint-Präsentation mit euch teilen. Und ihr werdet auf der ersten Folie verschiedene Links auch finden. Zum einen findet ihr den Link zu meiner Website und Twitter und so weiter, aber auch auch meine E-Mail-Adresse. Das heißt, wann immer ihr Fragen haben solltet zu den Dingen, die heute hier in der Vorlesung aufkommen, dann schreibt mir gerne doch einfach eine E-Mail. Die PowerPoint-Präsentation selber könnt ihr auf der Homepage der Public Climate School runterladen und ihr solltet in der Beschreibung dieses Videos auch einen Link dazu finden. Genau, bevor ich starte, vielleicht noch kurz ein, zwei Worte zu meiner Perspektive auf das Thema heute, nämlich grüne Demokratie. Ich selbst bin politische Theoretikerin. Der Bereich der politischen Theorie ist angesiedelt in der Politikwissenschaft und ich bin derzeit an der London School of Economics and Political Science beschäftigt und auch mit der Humboldt-Universität sozusagen verbandelt. In meiner Forschung selber beschäftige ich mich vor allem mit Fragen rund um Demokratie und soziale Transformation, aber auch Digitalisierung. Und bei all diesen drei Themenfeldern bin ich vor allen Dingen an der Machtfrage interessiert. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, was wir unter Demokratie verstehen können, dann schaue ich auf Demokratie nicht in erster Linie als zum Beispiel ein politisches System oder politische Institutionen, die sozusagen neutral sind und dem Gemeinwohl dienen, sondern das, was mich interessiert bei meiner Forschung auf das Feld der Demokratie, ist dann zum Beispiel Demokratie immer auch als einen
gesellschaftlichen Prozess zu begreifen, der durch Macht und ungleiche Verhältnisse strukturiert ist und auch immer Gewinner und Verlierer hervorbringt. Und ich werde im Laufe der heutigen Vorlesung auch noch einiges mehr dazu sagen. Genau, und für diejenigen, die dieses Thema vielleicht weiter verfolgen möchten oder an meiner Arbeit interessiert sind, ich habe in unterschiedlichen Büchern und Aufsätzen darüber geschrieben, also zum einen ein Buch zur kollektiven Handlungsfähigkeit, aber auch zum Thema Demokratie und Zukunft. Und eines, das dieses Jahr noch erscheinen wird, ist zum Thema experimentelle Demokratie. Und einige der Gedanken, die heute hier auftauchen finden sich in diesen Publikationen wieder. Viele der Aufsätze, die ich geschrieben habe, sind auch online zugänglich, sowie auch das Buch Kollektive Handlungsfähigkeit, das PDF, ist auf meiner Seite, meiner Homepage abrufbar. Und ansonsten, falls ihr Zugang braucht zu Texten, für die ihr euch interessiert, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail. Genau, aktuell, und das ist dann auch schon die letzte Vorbemerkung, forsche ich zu einer politischen Theorie digitaler Demokratie und beschäftige mich vor allem mit der Frage, wie digitale Technologien unser Verhältnis und unser Verständnis zu Demokratie und von Demokratie tatsächlich prägen. Und Fragen rund um Digitalisierung und technischen Lösungen zur Klimakrise und Umweltkrise spielen auch in der heutigen Vorlesung eine Rolle tatsächlich. Und für diejenigen, die sich jetzt schon gefragt haben, was ist denn eigentlich politische Theorie und warum sollte uns das interessieren? Oder aber auch, inwiefern kann politische Theorie oder die Arbeit von so Leuten wie mir dazu beitragen, das Thema des ökologischen Wandels in irgendeiner Form zu erhellen? Vielleicht noch diese kurze Vorbemerkung. Politische TheoretikerInnen beschäftigen sich in der Regel mit politischen Ideen. Das heißt, wir schauen uns an, wie Ideen von zum Beispiel Freiheit, Gleichheit und auch Demokratie, wie sich diese Ideen im Laufe der Geschichte verändert haben. Und das, was wir im Hinblick dann zum Beispiel auch auf aktuelle Debatten machen, ist, dass wir uns anschauen, welche Grundannahmen sich denn hinter bestimmten Begriffen verbergen oder hinter bestimmten Konzepten verbergen, die ganz oft in Debatten auftauchen, wie auch jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Debatte zur sozial-ökologischen Transformation. Und die Idee von politischen Theoretikern ist es, eben Begriffe zu verstehen als Werkzeuge, als Griffe, um Wirklichkeit zu betrachten und Wirklichkeit zu beschreiben. Und der Hintergrund ist eben, dass wir sagen, dass wir sozusagen den Scheinwerfer darauf stellen und sagen, Begriffe wie zum Beispiel Demokratie und auch Freiheit sind immer mehrdeutig und sie sind, und ihre Bedeutung ist stets umkämpft. Und das sieht man zum Beispiel auch mit Blick auf die Geschichte der Demokratie, wo man sieht, dass unter dem Banner der Freiheit oftmals viele soziale Gruppen ausgeschlossen waren. Wir können an den Kampf für das Frauenrecht denken oder aber auch die Aufstände zur Abschaffung der Sklaverei. Das heißt, wichtig für politische TheoretikerInnen ist es, dass wir eben Begriffe, die wir verwenden, als eine Brille verstehen, durch die wir Wirklichkeit begreifen. Und manchmal ist es gut, eben innezuhalten und zu reflektieren, inwiefern diese Brille den Status quo stützt, und ob dieser Status quo eigentlich stützenswert ist. Das heißt, ob dieser Status quo überhaupt gut ist oder ob wir nicht, eine ganz andere Form von zum Beispiel ganz andere Lösungen brauchen, um die Umwelt- und Klimakrise zu lösen. Im Kontext der eben dieser Krisen geht es zum Beispiel darum, dann zu fragen, ob ein sozial-ökologischer Wandel in unserer bestehenden Demokratie möglich ist und wie Demokratien sich auch verändern können und auch verändern müssen. Und das ist, das ist die Frage, um die es in der heutigen Vorlesung auch gehen soll. Und das Argument, das ich entwickle jetzt in den nächsten 45 Minuten, ist eben, das Argument davon zu sagen,
dass ein fundamentaler sozialökologischer Wandel nicht zu haben ist ohne eine radikale Demokratisierung. Ich werde in drei Teilen vorgehen. Das heißt, der erste Teil beschäftigt sich mit dem Problem. Also warum ist es wichtig, dass wir uns mit Demokratie beschäftigen im Zusammenhang des sozialökologischen Wandels? Warum ist das relevant? Im zweiten Teil möchte ich dann auf den Titel der heutigen Veranstaltung, der Vorlesung eingehen und fragen, was hat es eigentlich mit dem Gespenst der grünen Demokratie auf sich? Und dann im abschließenden dritten Teil wird es darum gehen, sich genauer anzuschauen, wie wir eigentlich Radikalisierung der Demokratie verstehen können und inwiefern eine solche Radikalisierung der Demokratie einen fundamentalen sozialökologischen Wandel vorantreiben kann. Genau, das waren jetzt auch schon die Vorbemerkungen und ich werde jetzt mit euch meine PowerPoint-Präsentation teilen. Und zwar solltet ihr die jetzt sehen können. Genau, hier nochmal der Hinweis zu meinen Kontaktdaten und die herzliche Einladung an alle bei Fragen, sich doch gerne zu melden, auch über Twitter oder eben mir eine E-Mail zu schreiben. Genau, was ist die Situation? Was ist sozusagen die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation ist die, dass wir sehen können, dass das öffentliche Problembewusstsein für den katastrophalen Zustand des Klimas und der Umwelt und der Aufschrei eben darüber größer sind als je zuvor. Das kann man vielleicht ganz zu Beginn feststellen. Und wir sehen zum Beispiel, dass entlang des gesamten politischen Spektrums Parteien für sich beanspruchen, Vorreiter in Sachen Klima zu sein. Und auch die Europäische Union mischt hier ganz begeistert mit dem sogenannten European Green Deal. Und ein solcher European New Green Deal sieht eben vor, den Übergang zu einer, wie Sie es nennen, modernen, ressourceneffizienten und auch wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu schaffen. Und dabei wird zum Beispiel auch Ziele gesetzt, wie bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen und Wirtschaftswachstum von Ressourcennutzung abzukoppeln. Vielleicht haben einige von euch das mitbekommen, weil das vor einigen Wochen, vielleicht zwei, drei Wochen in den Nachrichten viel, in den Medien sehr viel rumgeschwirrt ist, und zwar diese Idee einer Kreislaufwirtschaft. Das ist sozusagen ein Aktionsplan, der sich in dieses europäische, in diesen European Green New Deal einordnet. Und dieser Aktionsplan einer Kreislaufwirtschaft soll dazu beitragen, eben diesen Wandel von einer Wegwerfgesellschaft hin zu mehr Wiederverwendung, Reparatur, Recycling und so weiter zu vollziehen. Und Maßnahmen, die diskutiert werden, die darunter fallen, ist zum Beispiel sowas wie die Lebensdauer von Produkten zu verbessern oder aber auch die Verbraucherrechte zu stützen durch zum Beispiel ein, wie Sie sagen, echtes Recht auf Reparatur. Und eine weitere Maßnahme, die darunter diskutiert wird, ist zum Beispiel, dass man versucht, Lösungen gegen Greenwashing zu erarbeiten. Neben diesen politischen Interventionen und Regulierungsbemühungen gibt es ein zweites Feld der großen Begeisterung, wenn es darum geht, Lösungen zu erarbeiten. Und das sind eben technische Lösungen. Ja, also einerseits Digitalisierung und Klimaschutz, also Digitalisierung zum Klimaschutz wird diskutiert, aber auch viel grundsätzlicher sowas wie zum Beispiel Geoengineering beispielsweise. Darauf setzen vermehrt natürlich nicht nur die Privatwirtschaft, sondern eben auch PolitikerInnen. Und Geoengineering zum Beispiel bezeichnet Technologien, die darauf abzielen, dass Klimasystem bewusst zu verändern, um eben die Folgen des Klimawandels abzumildern, wie es heißt, oder aber auch zu stoppen, aber in erster Linie tatsächlich irgendwie abzumildern. Und üblicherweise unterscheidet man zwischen zwei Gruppen solcher Technologien. Zum einen eben
Methoden zur Beeinflussung der Sonnenstrahlung. Also da geht es darum, das Reflexionsvermögen der Erde zu stärken. Und eine zweite Methode ist dann nämlich die Entnahme von Kohlendioxid, also sozusagen die CO2-Konzentration zu verringern, indem man Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnimmt. Das ist sozusagen das eine Paket. Da gibt es ja zahlreiche Maßnahmen, die wir leider an dieser Stelle nicht diskutieren können, aber so habt ihr das zumindest schon mal gehört. Eine andere Strategie ist es, eben auf Digitalisierung zu setzen und zu sagen, wir können mit Hilfe von neuen digitalen Technologien die Ressourcenverbräuche verändern und verringern und wir können Emissionsausstöße verringern. Ja, zum Beispiel durch die Herstellung oder auch die Verwendung oder aber auch durch Veränderungen in der Entsorgung von digitalen Endgeräten beispielsweise oder auch digitalen Infrastrukturen. Also sozusagen Digitalisierung wird oftmals diskutiert als eine Optimierungsstrategie, also sei es in den Sektoren wie Energie, Wohnen, Gebäude, Transport und so weiter. Zum Beispiel wird überlegt, also wenn man zum Beispiel den Personenverkehr oder auch den öffentlichen Verkehr besser organisieren kann, also zum Beispiel hier in London mit Rush Hour, indem man zum Beispiel digital zugänglich macht, wann Rush Hour ist oder wie sozusagen der Public Transport besonders, wenn er besonders ausgelastet ist, dann geht man davon aus, dass weniger zum Beispiel darauf zugreifen an bestimmten Zeiten. Und man geht davon aus, dass Menschen auch eher gewahr sind, zum Beispiel das Auto stehen zu lassen, weil sie wissen, wann zum Beispiel gute Zeiten sind. Also sozusagen Optimierungsversprechen über Kommunikationsmedien und Digitalisierung. Das Zweite ist, dass man sich zum Beispiel verspricht über Digitalisierung, sowas wie das Heizen und das Kühlen in Gebäuden zu reduzieren über zum Beispiel automatisierte Gebäudeüberwachung und Steuerung. Genau, das sind auch wieder nur so zwei, drei Beispiele, die ihr schon mal gehört habt. Und hier ließe sich auch wieder ganz viel sagen. Neben den politischen Regulierungen und jetzt den technischen Lösungen gibt es aber noch ein drittes großes Feld, wo Menschen ganz begeistert sind und sich davon versprechen, dass das sozusagen die Lösungsstrategie ist für die Umwelt- und Klimakrise. Und das ist eben, das sind Marktlösungen. Ja? Also das, was wir sozusagen in diesem dritten Feld sehen können, ist, dass versucht wird, den ökonomischen Wert der Natur darzustellen. Man spricht auch von sogenannten Naturkapital und man versucht jetzt dieses Naturkapital, diese Monetät zu bewerten. Und das sehen wir zum Beispiel am Emissionshandel. Und man sieht zum Beispiel, dass so Befürworter von dem Emissionshandel oder BefürworterInnen von diesen Marktlösungen, die sagen oder die gehen davon aus, dass der Markt eben deshalb so ein geeignetes Instrument ist, weil der Preismechanismus eben die richtigen Signale sendet. Die richtigen Signale sendet. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass die BefürworterInnen einer Finanzialisierung der Natur zum Beispiel so argumentieren, dass sie sagen, dadurch, dass die Natur einen Geldwert bekommt, sollen Anreize geschaffen werden, Investitionen in grüne Bereiche umzulenken. Ja, also das ist sozusagen das stärkste Argument. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Also dass man jetzt sozusagen all die begeisterten diejenigen, die sich sozusagen entweder auf der technischen, auf der Markt- oder auf der Regulierungsseite verordnen und so relativ optimistisch sind, dass wir auf einem guten Weg sind und dass wir das alles noch irgendwie, dass man das noch schaukelt oder so. Dass wir sozusagen auf dem richtigen Pfad sind und dass wir alles sozusagen unter Kontrolle haben. Also wir schaffen das. In diesem Sinne. Jetzt gibt es die andere Seite und das ist das, was mich besonders interessiert. Und zwar können wir sehen, dass obwohl es all diese Maßnahmen gibt, die ich gerade ganz kurz angesprochen habe, sehen wir, dass sich nicht wirklich etwas zu ändern
scheint. Ja? Also obwohl wir sehen, dass es eine wachsende Zahl von Zusagen gibt und Maßnahmen und Gipfeltreffen, scheint sich nicht wirklich etwas zu verändern. Also wir sehen, dass die Natur in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zerstört wird. Und vielleicht, um euch ein bisschen eine Idee davon zu geben, was die Kritiken sind gegen diese drei Strategien, nämlich politische Regulierungen, technische Lösungen und Marktlösungen, genau, möchte ich euch ganz kurz ein paar Beispiele geben, die sozusagen uns als Grundlage dienen, um dann das Argument vorzubereiten, dass wir eine radikale Demokratisierung brauchen. Die Kritik an die Politik ist, und da können wir an Fridays for Future denken und Extinction Rebellion denken, die Kritik ist es, dass die Politik zu wenig ambitioniert ist und auch ganz eng natürlich verzahnt ist mit bestimmten Interessen, die jetzt nicht vorrangig die Interessen des Schutzes der Natur widerspiegeln. Genau, und das hat unter anderem was damit zu tun, dass eben die Strategien auf Wachstum und Wettbewerb setzen. Und wir haben das gesehen ganz kurz bei diesem European New Green Deal. Die Hoffnung hier ist, dass der Kapitalismus oder auch die kapitalistische Marktwirtschaft die Umweltkrise schon managen wird. Und aus dieser Hoffnung ergibt sich dann auch, dass gar nicht in Erwägung gezogen wird, dass es eventuell einen, ich glaube, wie Fridays for Future das mal so formuliert hat, einen System Change braucht. Im Jahr 2035 soll Deutschland klimaneutral sein und die Journalistin, und ihr seht das hier oben rechts, das ist ein Artikel von ihr im Deutschlandfunk, die Journalistin Ulrike Herrmann stellt einmal fest, dass jede Hoffnung auf neue Technik und auch grünes Wachstum sei in Anbetracht dieses Zieles, eben klimaneutral zu sein, 2035, sei da fehlgeleitet. Ja? Nur ein kontrolliertes Schrumpfen der Wirtschaft, so sagt sie, um 30-50% werde uns da retten. Die Kritik an technischen Lösungen, und da gibt es eine ungemeine Vielzahl, und ich kann nur ein paar sozusagen kurz andeuten, ist, dass diese Hoffnung auf neue Technik, die dann bei der Lösung der Klima- und Umweltkrise helfen soll, dass sie dazu führt, dass keine drastischen Maßnahmen im Hier und Jetzt ergriffen werden. Das heißt, man nimmt das Tempo sozusagen raus und man lehnt sich ein Stück weit zurück und gibt auch die Kontrolle ein Stück weit natürlich ab. Und ich werde dazu gleich noch mehr sagen, weil man sozusagen darauf vertraut, dass es die technischen Innovationen geben wird, weil es ja auch einen finanziellen Anreiz hier gibt, die dann das Problem für uns lösen. Es ist davon auszugehen, dass die Emissionen aufgrund von weiter wachsenden digitalen Infrastrukturen, und hier können wir an Rechenzentren und auf Telekommunikation und so denken, weiter ansteigen werden und auch, und auch die Ausstattung von privaten Haushalten und auch Unternehmen mit digitalen Endgeräten in den nächsten Jahrzehnten nochmal ganz deutlich zunehmen wird. Das heißt, dieses Versprechen, was mit der Digitalisierung einhergeht, und zum Klimaschutz, da wird eigentlich hier ein anderes Argument gemacht und gesagt, das wiegt sich möglicherweise sogar auf oder es bounce sogar in die eine Richtung. Eine weitere Kritik ist zu sagen, auf technische Lösungen zu setzen, das stärkt schlussendlich die Macht der großen Tech-Konzerne. Ja? Und da stellt sich dann die Frage, wollen wir privaten und profitorientierten Unternehmen wie zum Beispiel Uber überlassen, wie wir zukünftig unseren Verkehr in den Städten organisieren? Oder wollen wir das nicht lieber selbst in die Hand nehmen? Und eine weitere Kritik ist zu sagen, auf diese technische Lösungskompetenz zu vertrauen, kommt eigentlich dem gleich, dass jedes soziale Problem, dass es für jedes soziale Problem eine technische Lösung gibt, ja. Und das, was eine solche Annahme übergeht, ist, dass Umweltpolitik ein
ungleiches und vermachtetes Feld ist, ja, wo jeder Akteur seine ganz eigene Problemdefinition und Problemlösung verteidigt. Also es gibt nicht die eine richtige Problemlösung in dem Sinne, sondern das ist unglaublich verzahnt mit verschiedenen Interessen. Und das führt mich zum dritten Feld, nämlich das Feld der Marktlösungen und der Kritik an den Marktlösungen. Und genau, und hier geht es darum zu sagen, dass in dem Maße, in dem wir auf die kapitalistische Marktwirtschaft setzen, um die Umweltkrise zu managen, also selbst wenn man davon ausgeht, dass es gelingen möge, dass sozusagen die kapitalistische Marktwirtschaft die Umweltkrise für uns managt, das, was bleibt, sind die sozialen Hierarchien. Ja? Also die kapitalistische Marktwirtschaft managt vielleicht die Umweltkrise, aber sie belässt die sozialen Hierarchien unangetastet. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft eine Stärkung des sogenannten grünen Kapitalismus sehen und damit eben auch eine Zunahme der sozialen Gleichheit. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs dazu oder vielleicht noch der Hinweis dazu, dass es nicht den einen Kapitalismus gibt. Also ich verwende diesen Begriff etwas ungenau. Man sollte genauer gesagt von Kapitalismen sprechen und sich dann je nach Kontext anschauen, was man dann unter dem kapitalistischen System tatsächlich versteht und welche charakteristischen Merkmale damit verbunden sind. Allgemein können wir vielleicht sagen, dass man unter Kapitalismus eine Wirtschafts- und auch eine Gesellschaftsordnung bezeichnet, die vor allen Dingen auf Privateigentum setzt, eben Privateigentum an Produktionsmitteln und auch eine Steuerung der Produktion und Konsum über den Markt, dass das sozusagen organisiert wird und hier besonders um das Profitstreben herum organisiert ist. Genau, jetzt aber nochmal zurück zur Kritik an diesen Marktlösungen. Also das worauf sich diese Kritiken zum großen Teil beziehen, ist zu sagen, dass die sogenannte Internalisierung der Umweltkosten in ein Wirtschaftssystem, das auf steten Wachstum und Wettbewerb basiert, läuft im Grunde darauf hinaus, dass man der Natur einen Preis gibt. Und in dem Maße, in dem man, wenn man dann mal der Natur einen Preis gegeben hat, dann ist die Natur eben vergleich- und austauschbar mit anderer Natur. Und sie wird somit auch privatisierbar und handelbar. Sie wird kommerzialisiert und sie wird eben oftmals auch gehandelt über die Finanzmärkte. Die Finanzialisierung der Natur bedeutet dann aber auch, dass Konzerne, Hedgefonds oder auch Pensionsfonds und andere Finanzmarktakteure nicht nur immer mehr Kapital, sondern auch immer mehr Macht über unsere Natur und das Umweltmanagement gewinnen. Also sie geben sozusagen die Richtung vor, wie wir die Umwelt managen, und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das unbedingt im Interesse der Allgemeinheit ist. Also Akteure, die keinerlei Interesse haben am Klimaschutz oder zumindest nicht vorrangig, zumindest nicht aus dem Vorrang, dass es um die Natur selbst geht, sondern wahrscheinlich eben nur darum, dass man auf hohe Renditen setzt und damit auch eben auf verstärkte Ressourcenausbeutung und Kommerzialisierung. Wir sehen das zum Beispiel an der Kommerzialisierung oder Kommodifizierung von Land- und Waldressourcen im globalen Süden, die oftmals eben mit der Ausbeutung von Lebenschancen der lokalen Bevölkerung eben im globalen Süden einhergehen. Das ist sozusagen als Ausgangspunkt für die heutige Diskussion und für die Frage, okay, was kann denn dann grüne Demokratie bedeuten oder warum brauchen wir eine radikale Demokratisierung für einen sozial-ökologischen Wandel? Ich möchte jetzt zum zweiten Teil kommen, und zwar beschäftigt sich der zweite Teil eben damit, mit dieser Idee, mit dieser Figur des Gespenstes der grünen Demokratie. Und zwar, einige von euch kennen vielleicht dieses kurze Schriftwerk von Karl Marx und Friedrich Engels. Genau, diese haben in dem Manifest der Kommunistischen Partei vor dem Gespenst des Kommunismus gewarnt. Das sind sozusagen die ersten Zeilen dieses Werkes, das nur 23 Seiten lang ist und 1948 in London veröffentlicht wurde
und bisher in den meisten Sprachen der Welt übersetzt wurde. Das Manifest war das politische Programm des Bundes der Kommunisten, der sich die weltweite Befreiung der ArbeiterInnen von Unterdrückung und Ausbeutung zur Aufgabe gemacht hat. Vielleicht ganz kurz zu den gesellschaftlichen Hintergründen. In welchem Kontext ist dieses Werk erschienen? Da ist es wichtig zu wissen, dass wir es mit einer eben sehr raschen Industrialisierung zu tun haben im Verlauf der industriellen Revolution. Und diese hat eben in vielen europäischen Ländern zu sehr grundlegenden, tiefgreifenden Veränderungen tatsächlich geführt. Wir haben es mit der Abschaffung oder als Folge der Abschaffung der Leibeigenschaft werden eben ungeheure Mengen an Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft frei, die dann eben aus der Heimindustrie in die rasant wachsenden Städte strömen. Das sogenannte Industrieproletariat, also die Industriearbeiterinnenschaft, dann befand sich eben, wenn wir uns anschauen, die frühen kapitalistischen Entwicklungen in Großbritannien im Ende des 18. Jahrhunderts und dann in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einem Zustand der völligen Abhängigkeit von den Unternehmen, von den Unternehmern und Fabrikherren. Und diesen Zustand waren sie eben völlig hilflos ausgeliefert. Also es gab keine gesetzlichen Bestimmungen gegen ihre hemmungslose Ausbeutung. Und die Folgen waren oftmals bestürzende Armut und unglaublich menschenunwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen. Also Kinderarbeit ist da nur ein Beispiel, aber auch die Wohnverhältnisse. Und genau, es ließe sich sehr viel mehr darüber sagen. Wichtig ist zu wissen, in diesem Kontext verfassen jetzt Marx und Engels das Kommunistische Manifest. Und diese Schrift nun wurde zu einer der theoretischen Grundlagen für den politischen Kampf der kommunistischen und auch sozialistischen Arbeiterparteien und enthält auch die Grundpositionen der Theorie des Marxismus. Genau, das Kommunistische Manifest beginnt eben mit der Zeile: Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Und Kommunismus meint hier eine herrschaftsfreie und klassenlose Gesellschaft. Die Idee hinter dieser Zeile ist es, hinter dieser Figur des Gespenstes ist es zu sagen, dass bereits diese drohende Ankunft des Gespenstes dazu beitrug, den gegenwärtigen Zustand der Dinge, also den Status quo, zu untergraben. Das heißt, die Utopie einer völlig anderen Gesellschaftsordnung, nämlich die einer herrschaftsfreien und klassenlosen Gesellschaft, versetzt die Menschen, die eben in der Figur des Gespenstes jetzt durch diese Straßen herumgeistert, versetzt die Menschen in Unruhe, und zwar auf beiden Seiten. Ja? Also einerseits versetzt es diejenigen in Unruhe, die eben an dem Status quo festhalten und diesen verteidigen wollen, aber auch diejenigen, die ihn umwälzen wollen, weil das Industrieproletariat in diesem Fall, weil er diese eben motiviert. Und genau, vielleicht noch ganz der Hinweis, der zweite Satz ist dann: Alle Mächte des alten Europas haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen das Gespenst verbündet. Der Anthropologe Mark Fischer geht jetzt einen Schritt weiter. Ja? Also er verwendet die Figur des Gespenstes, spricht aber von den Gespenstern der verlorenen Zukünfte. Ja? Das, was Mark Fischer macht, ist, er verkündet sozusagen den Tod der Zukunft. Und das ist interessant, oder der Unterschied zu dem, was Marx und Engels machen, ist, dass er jetzt sagt, eine andere Zukunft ist nicht nur nicht angekommen, also wir sehen diese andere Zukunft nicht mal in Form des Gespenstes durch die Straßen herumgeistern, sie scheint auch gar nicht mehr möglich zu sein. Ja? Und das Interessante jetzt an der Figur des Gespenstes ist es, dass wir sagen, in der Regel, dass Gespenster aus der Vergangenheit kommen, also es sind die Toten, die erneut die Lebendigen in einer gespenstischen Gegenwart heimsuchen. Und das, was Mark Fischer jetzt macht, ist, er sagt jetzt, heute befinden wir uns in einer Situation, wo die Gespenster aus der Zukunft kommen, ja? Weil die Zukunft selbst tot ist. Das heißt, das Gespenst der Zukunft spukt
laut Mark Fischer jetzt in der Gegenwart? Und ein Beispiel, an dem man das verdeutlicht, ist dieser Begriff des Capitalist Realism, den Mark Fischer geprägt hat. Und was er versucht damit zu bezeichnen, ist ein weit verbreitetes Gefühl, nämlich dass der Kapitalismus nicht nur das einzige lebensfähige politische und wirtschaftliche System ist, sondern dass es jetzt sogar unmöglich ist, sich eine Alternative zu diesem politischen System vorzustellen. Genau, vielleicht noch ein ganz kurzer sozusagen Exkurs, ein Schwenker hin zum Soziologen Sigmund Baumann. Genau, Sigmund Baumann hat einmal erklärt, dass an die Stelle von Bemühungen, die Gesellschaft zu verbessern, und ich zitiere ihn hier, rückt nun die Verbesserung der eigenen Stellung innerhalb dieser wesensmäßig und endgültig unverbesserlichen Gesellschaft. Das heißt, das, was er hier zum Ausdruck bringt, ist auch wieder so eine Alternativlosigkeit, so ein Gefühl der Alternativlosigkeit. Er prägt dann den Begriff der untoten Vergangenheit mit diesem Begriff der untoten Vergangenheit versucht er, das Zeitalter der Nostalgie zu beschreiben. Und das ist interessant, auch vielleicht für, wenn wir in diesem Kontext von Fridays for Futures und sozusagen Bewegungen, die ganz deutlich die Zukunft in den Mittelpunkt ihrer politischen Mobilisierungen rücken. Weil Sigmund Baumann würde zum Beispiel sagen, und ich zitiere ihn wieder, in der Theorie ist die Zukunft das Reich der Freiheit, in dem schlicht alles denkbar ist. Die Vergangenheit hingegen ist das Reich des Unabänderlichen, das nur aus Tatsachen besteht. Die Zukunft ist im Prinzip anpassungsfähig, die Vergangenheit hingegen ist starr, unbiegsam und ein für allemal fixiert. Ja? Das Interessante ist jetzt, dass was in der Theorie so ausgeglichen anmutet, hat heute jedoch seine Eigenschaften vertauscht. Und das ist jetzt das Zitat, was ihr auf dieser Folie hier seht. Sigmund Baumann schreibt, heute ist es die Zukunft, auf die man nicht mehr vertrauen kann, da sie vollkommen unbeherrschbar erscheint. Sie wird auf der Sollseite verbucht. Dafür erscheint jetzt die Vergangenheit auf der Habenseite. Dank ihres verdienten oder auch unverdienten Rufs ein Hort der Freiheit gewesen zu sein, auf den sich noch nicht diskreditierte Hoffnungen setzen lassen. Genau, ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel nationalistische Bewegungen. Also sozusagen diese Rückbesinnung auf den Nationalstaat, sozusagen so eine Abschottung, sich zu überlegen, okay, wie können wir bestimmte Probleme lösen am besten? Oh, wir beziehen uns sozusagen wieder auf das Terrain des Nationalstaates. Und genau, und das wäre so ein Beispiel für so eine Nostalgie. Genau, diese Behauptung vom Zukunftsverlust der Demokratie ist alles andere als neu. Vielleicht haben einige von euch von Francis Fukuyama gehört. Dieser hat in seinem Buch eben Das Ende der Geschichte hat er mit Blick auf den Zusammenbruch der Sowjetunion diesen Befund formuliert, nämlich dass wir es mit einem Ende der Geschichte zu tun haben. Und die Idee hier ist, dass das Ende der Geschichte durch eine Allianz zwischen liberaler Demokratie und freiem Markt besiegelt worden ist. Ja, also wenn wir uns vorstellen, Sowjetunion stand für Sozialismus, und in dem Moment, wo das gescheitert ist, ist diese alternative Emanzipationserzählung gescheitert. Und laut Francis Fukuyama, das, was sich jetzt durchgesetzt hat, ist diese Idee von liberaler Demokratie und Markt, und damit sind wir jetzt am Ende der Geschichte angelangt. Und das ist jetzt der Telos des gesamtgesellschaftlichen Fortschritts. Ja, und dieser Telos ist ab jetzt alternativlos. Was heißt das jetzt für Demokratie? Also was, wenn wir diese Figur des Capitalist Realism nehmen, also diese Idee einer Alternativlosigkeit, die Idee, dass wir uns, dass es nicht nur keine positive Zukunftsvision gibt, wie wir Gesellschaft anders organisieren können. Also es gibt einerseits diese positive Zukunftserzählung nicht, wie wir es organisieren können. Wir glauben auch gar nicht,
Also im Sinne von, dass sie sozusagen durch die Straßen herumspukt und sich ankündigt und so als so eine Drohung sozusagen sich ankündigt, wie bei Marx und Engels. Wir sehen das zum einen nicht, aber wir sehen zum Teil auch nicht, dass eine Alternative irgendwie auch nur vorstellbar ist. Ja, also dass wir nur die Möglichkeit haben, so eine Alternative auch nur zu denken. Wenn wir sagen, wir haben es heute mit einem Green Capitalist Realism zu tun, ja, was bedeutet das dann für die Demokratie oder wie spiegelt sich das wieder in diesem Verhältnis von Green Capitalist Realism und Demokratie? Im Kontext der Umwelt- und Klimakrise haben wir bereits gelernt, ganz am Anfang der Vorlesung, dass die weit verbreiteten Lösungsstrategien eben auf Wettbewerbs- und Wachstumsstrategien setzen, auf markt- und technische Lösungen setzen und auch auf politische Regulierungen, aber die auch in erster Linie darum wieder sich drehen, Wachstums- und Wettbewerbsstrategien zu unterstützen. Diese Lösungen beinhalten jetzt eine Reihe von demokratischen Implikationen. Ja? Sie werfen nicht zuletzt eine wichtige Frage auf. Und die Frage ist es eben, wollen wir, dass private und profitorientierte Unternehmen die Mittel bereitstellen für den ökologischen Wandel? Ich würde sagen, das ist ein Problem. Und zwar ist es ein demokratisches Problem. Ja? Und es ist ein demokratisches Problem, weil es eben grundlegende Fragen der Demokratie berührt. Grundlegende Fragen wie zum Beispiel, wer besitzt und kontrolliert den Zugang zu Ressourcen? Wer entscheidet über zum Beispiel die technologische Entwicklung und so weiter und so fort? Genau, zur Erinnerung, in einer kapitalistischen Wirtschaft ist Geld Macht. Und wenn wir sehen, das, was wir heute nämlich sehen, nämlich dass Macht in den Händen einer kleinen Elite ist, die ungemeine Einflussmöglichkeiten hat über die Entwicklungsrichtung der Gesellschaft, indem diese kleine Gruppe in zum Beispiel Silicon Valley vorgibt, in welche Technologien investiert wird, ja, dann untergräbt und wir keinerlei Einflussmöglichkeiten darauf haben, dann untergräbt es demokratische Kontrolle. Wir sehen, dass sehr wenige Menschen die Art und Weise, wie Technologien entwickelt werden, in welche Technologien investiert werden und so weiter, dominieren. Und das, was ich bereits zuvor schon mal angesprochen habe, im Zusammenhang der Finanzialisierung der Natur, können wir sehen, dass diese Menschen in der Regel ein ganz anderes Interesse haben, nämlich ein Renditeinteresse. Und dieses Interesse ist ganz anders als das Interesse der Rest der Menschen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass Kapitalismus und liberale Demokratie historisch eng miteinander verzahnt sind. Ja? Das wäre jetzt eine eigene Vorlesung für sich. Und für mich ist nur wichtig an dieser Stelle, dass ihr gehört habt, dass es sozusagen kein Gegensatz ist, sondern dass das eine sehr harmonische Heirat tatsächlich ist. Und heutzutage zum Beispiel sich so Annahmen durchgesetzt haben wie dass der Markt das bessere Steuerungsinstrument ist, um die Gesellschaft zu organisieren und dass der Markt sozusagen ein besserer Garant ist für Demokratie beziehungsweise individuelle Freiheit. Und hier dominiert tatsächlich die Vorstellung, dass wenn wir den Markt quasi verfassungsmäßig verankern beziehungsweise diese Marktprinzipien institutionalisieren, dann wird Demokratie beziehungsweise zumindest individuelle Freiheit schon folgen. Ja. Und vielleicht ist es hilfreich, an dieser Stelle ganz kurz zu sagen, was es mit dieser Idee oder dieser klassischen Idee der individuellen Freiheit auf sich hat. Die klassische Idee der individuellen Freiheit ist die einer negativen Freiheit. Das heißt, die Idee besagt, dass man frei ist oder ich bin frei, wenn niemand mich daran hindert, zum Beispiel das anzuziehen, was ich anziehen will, zu reisen, bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit zu tun oder zu sagen und mit meinem Geld zu machen, was ich mit meinem Geld machen möchte und so weiter und so fort. Eine solche Idee von Bürgerinnenschaft erhebt dann Privateigentum zum Maßstab für demokratische Gesellschaft. Ja? Wir sehen zum Beispiel, dass es vor allen Dingen darum geht, Die Vorstellung hier ist, dass man sozusagen das bekommt, was einem zusteht und wofür man hart gearbeitet hat. Und über das möchte man dann auch verfügen. Und der Staat soll sich da nicht
einmischen im besten Falle. Die Implikationen eines solchen Freiheitsverständnisses sind dann, dass Privilegien oft erklärt werden als ein natürliches Ergebnis der Märkte oder auch der Aggregation von individuellen Entscheidungen oder auch ganz persönlichen Anstrengungen. Ja? Also diese Idee einer Leistungsgesellschaft, dass das noch vorrangig ist, also Privilegien hat man sich hart erarbeitet und die darf einem niemand wegnehmen. Und Privilegien werden eben als sozusagen als etwas Natürliches gesehen und eben nicht als Ergebnis von Macht und ungleichen Verhältnissen. Eine zweite Implikation eines solchen Freiheitsverständnisses ist dann davon auszugehen, dass der Einzelne die Problemlösung selbst in die Hand nehmen soll, also diese Idee einer Selbstverantwortung. Hier können wir an das Beispiel des ethischen Konsums denken. Und im Hinblick auf sozusagen die Politik oder das, was uns sozusagen als die Politik, die Parteipolitik in der Regel verkauft wird oder parlamentarische Politik, da sehen wir dann zum Beispiel, dass vorrangige Strategien dann darauf setzen, politische Probleme als technische Lösungen zu framen, die dann von Expertinnen, dem Markt oder dann durch technische Innovationen zu lösen sind. Kritikerinnen verweisen jetzt darauf, dass das faktisch eine Aushöhlung der Demokratie gleichkommt. Das stellt uns natürlich für die Frage, was wir eigentlich unter Demokratie verstehen. Und damit sind wir im dritten Teil der heutigen Vorlesung angekommen. Genau, gemeinhin wird unter Demokratie eben die Idee der Herrschaft des Volkes verstanden, also gebildet aus Demos, dem Volk und Kratos Kraft, Macht oder auch Herrschaft. Hier wird es dann aber auch schon kompliziert, denn die Idee der Volksherrschaft wirft im Grunde mehr Fragen auf, als dass sie beantwortet. Also wir können zum Beispiel fragen, wer ist überhaupt das Volk, das sich selbst regiert, oder über welche Institutionen übt es seine Macht aus und welche Regeln für das Zusammenleben gibt es sich? Das heißt, es ist wichtig zu wissen, dass wenn wir heute das Wort Demokratie gebrauchen, dass man da ganz unterschiedliche Dinge mit verknüpfen kann, beschreiben kann, behaupten kann. In der Vergangenheit wurde Demokratie mit verschiedenen Idealen in Verbindung gebracht, wie Volkssouveränität, Selbstbestimmung und Autonomie oder auch Gleichheit. Und diese verschiedenen Ideale, wenn sie auch einzeln betrachtet sehr abstrakt und vage sind, dann verweisen sie doch auf ein relativ definiertes politisches System hin, so zumindest, wenn wir unser heutiges politisches System uns anschauen, in dem nämlich alle Mitglieder des Demos gleichermaßen berechtigt sind, an der Entscheidungsfindung über Gesetze und Politik zu partizipieren. Ja? Also in der Praxis wurde dieses politische System in der Regel dann umgesetzt in ein System freier und fairer Wahlen, das auf der Idee eine Person, eine Stimme und dem allgemeinen Wahlrecht beruht. Heute ist der gebräuchlichste und wahrscheinlich die alltäglichste Verwendung des Begriffs Demokratie, was wir zum Beispiel bei PolitikerInnen oder in den Medien antreffen, eines, das eben die Regierungsform in modernen Nationalstaaten beschreibt. Und es handelt sich hierbei in der Regel um repräsentative Demokratie oder liberale Demokratie. Genau, Demokratie ist die Antwort auf eine sehr alte Frage, nämlich eine antike Frage. Die Frage ist, wer soll herrschen? Ja? Und die Demokratietheorie beruft sich häufig bei dieser Frage eben dann auf Platon, der die Demokratie bekanntermaßen ablehnte. Und der Hintergrund ist, dass für ihn Herrschaft das Wissen um das Gute und das Wissen um die Gerechtigkeit voraussetzt. Ja? Und in seiner Schrift Republik bringt er Demokratie mit Unwissenheit in Verbindung und behauptet, dass sie schlussendlich zu Tyrannei führen würde. Aus seiner Sicht heißt, den Staat zu regieren, den Staat zu regieren ist im Grunde für ihn eine Sache des Handwerks und des Fachwissens. Und deshalb ist Platon der Meinung, dass eigentlich nur Philosophen den Staat regieren können, da sie eben sich der Wahrheit verpflichtet fühlen und der Weisheit verpflichtet fühlen und
genau, der Wirklichkeit verpflichtet fühlen und so weiter. Wenn wir sozusagen wenn wir dem Volk überlassen, den Staat zu regieren, dann würde das dem gleichkommen, dass wir sozusagen sagen, oder es kommt jetzt, da würde Unwissenheit regieren, da würde Hysterie regieren und da würde, wie er sagen würde, Vergnügen und auch Feigheit regieren. Und schlussendlich würde das dann dazu führen, dass die Menschen sich für einen starken Machthaber aussprechen und wir am Ende dann einen Tyrannen vor uns sitzen haben. Diese Vorstellung verändert sich jetzt in der Neuzeit und es verbreiten sich neue Auffassungen von der menschlichen Natur und auch von der Politik, denen zufolge eben die vielen und nicht die wenigen zur Selbstbestimmung fähig sind. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel Rousseaus Denken, der ebenfalls die Tyrannei ablehnt, aber statt wie Platon zu sagen, sozusagen die Vermeidung von Tyrannei ist es, ist die Herrschaft einiger weniger Gebildeter, würde jetzt Rousseau sagen, dass die Strategie zur Vermeidung der Tyrannei darin besteht, die vielen zu bilden. Also es geht um die Bildung tatsächlich aller BürgerInnen bei Rousseau. Heute verstehen viele von uns Demokratie vor allen Dingen als Mehrheitsdemokratie, also die Herrschaft der Mehrheit, oder auch als repräsentative Demokratie, das heißt die Herrschaft des Volkes, aber vermittelt über gewählte Repräsentantinnen. Genau, es ist nicht klar, ob diese Demokratie verstanden als Mehrheitsdemokratie unbedingt so eine gute Sache ist. Da gibt es zahlreiche Kritiken. Vielleicht nur ein Beispiel hier. Man kann die Frage stellen, warum sollte die Tatsache, dass zahlenmäßig mehr Menschen eine bestimmte Vorgehensweise gegenüber einer anderen bevorzugen, bedeuten, dass die bevorzugte Politik beispielsweise gerechter ist oder besser ist. Genau. Vielleicht überspringe ich im Anbetracht der Zeit vielleicht ein paar weitere Überlegungen zur Kritik der Mehrheitsdemokratie. Vielleicht wichtig ist der Gedanke, dass bestenfalls scheint die Demokratie als Mehrheitsdemokratie eben keine ausreichende Voraussetzung für Demokratie zu sein. Und einige würden deshalb auch die Notwendigkeit von Freiheit und Gleichheit hinzufügen. Und das sind auch die Werte, die wir in diesen liberal-demokratischen Institutionen heute verankert sehen. Genau, zur repräsentativen Demokratie, auch hier gibt es zahlreiche Kritiken, warum das vielleicht keine gute Sache ist oder warum das nicht eine wirklich wahre Demokratie ist. Zum Beispiel gibt es einige KritikerInnen, die sagen, dass der Volkswille gar nicht repräsentiert werden kann, weil sich eben Präferenzen und Interessen beständig wandeln. Ja? Also der Volkswille ist gerade nichts Statisches, das man lediglich irgendwie aufsammeln und abbilden könnte. Und das führt dann einige dazu zu sagen, nur die direkte Demokratie ist eigentlich eine wirkliche Demokratie. Und da gehen wir jetzt zurück zum Anfang der Demokratiegeschichte. Zum Anfang der Demokratiegeschichte, und der Anfang der Demokratiegeschichte ist eben dieses klassische Verständnis von Demokratie, was sich ins antike Griechenland zurückverfolgen lässt. Und in Athen zum Beispiel 508 vor Christus wurden Reformen durchgesetzt, dank derer dann das athenische Volk nicht mehr von einem König oder einer Gruppe von Adligen beherrscht wurde, sondern sie sollten sich stattdessen selbst regieren. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen der athenischen Demokratie und unserer heutigen Demokratie. Die Demokratie in Athen beispielsweise war eine direkte, unmittelbare Herrschaft des Volkes. Das heißt, Entscheidungen wurden von der Volksversammlung gefällt, zu der alle volljährigen männlichen Bürger zugelassen waren. Und es handelte sich also nicht um eine repräsentative Demokratie, wie wir sie heute haben. Es gab weder Parlamente noch gab es Parteien. Die meisten Ämter wurden nicht durch Wahlen, und das ist jetzt interessant, sondern durch Losentscheide besetzt. Das heißt, das galt auch für zum Beispiel Richter.
Oder? Also das galt für Gerichte, das heißt, Richter wurden ausgelost und Berufsrichter gab es in diesem Sinne gar nicht. Und nur sehr wenige Ämter tatsächlich, die besondere Kenntnisse voraussetzen, wie das Amt zum Beispiel des militärischen Befehlshabers, wurden tatsächlich gewählt. Wichtig ist auch zu wissen, dass Frauen oder sogenannte Metöken, also dauerhaft in der Stadt lebende Fremde und Sklaven, dass diese von der politischen Teilhabe ausgeschlossen waren. Genau, liberale Demokratie, nur hier vielleicht ein kurzes Stichwort, das ist sozusagen das, was wir heute vor allen Dingen unter Demokratie verstehen. Hier geht man davon aus, dass die Herrschaft in Demokratie eben nicht legitimiert ist durch Gottes Gnaden oder durch Geburt, sondern durch freie und faire Wahlen. Und diese Wahlen haben eben diese Funktion, den Volkswillen abzubilden. Dann hier den dritten Bereich, das, was unter deliberativer Demokratie oft diskutiert wird. Deliberation meint Beratschlagung. Und hier geht es eben darum, dass angenommen wird, dass Mehrheitsdemokratie und Repräsentation nicht ausreichend sind. Demokratie ist mehr als zu wählen oder mit Mehrheit zu regieren. Und deshalb ist der Vorschlag hier zu sagen, politische Teilhabe muss geschaffen werden, indem man eben Räume, sogenannte Partizipatoren, dafür öffnet und genau Möglichkeiten bereitstellt, dass Menschen sich über ihre unterschiedlichen Auffassungen austauschen können. Die Idee hier ist tatsächlich, dass man davon ausgeht, dass Interessen und Präferenzen sich ändern können, wenn wir uns mit anderen austauschen, dass wir sozusagen lern- und einsichtsfähig sind, was das bessere Argument betrifft. Genau, ich möchte euch jetzt anhand von einem konkreten Beispiel, nämlich Frankreichs Klimakonvent, vor Augen führen, was solche partizipativen Foren denn tatsächlich zu leisten vermögen, wenn wir darüber nachdenken, Umweltschutz und Klimaschutz voranzutreiben. Genau, vielleicht allgemein, also wir sehen Klimabürgerversammlungen wirklich, die sprießen aus dem Boden. Das ist tatsächlich unglaublich, also auf kleinster Ebene, lokaler, regionaler Ebene, aber eben auch so im Rahmen eines Nationalstaates wie in Frankreich. Sie werden oft verstanden als Antwort auf das Misstrauen der Öffentlichkeit eben in die repräsentative Demokratie. Und sie werden auch verstanden als ein Potenzial, um den Klimanotstand anzugehen. Die Idee zum Bürgerkonvent für das Klima hatte eben der französische Präsident Macron unmittelbar nach den Gelbwesten-Protesten 2018. Die hatten wegen der geplanten Erhöhung der Ökosteuer auf Treibstoff begonnen, eben Plätze zu besetzen. Aber dann haben sich diese Proteste auch ganz schnell gewandelt zu einem generelleren Protest gegen die soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Land. Und daraufhin initiierte dann Macron eben 2019 eine sogenannte Grand Debate in Form von Bürgerkonstellationen. Und die Idee war, dass Menschen eben die Möglichkeit haben oder ein Mitspracherecht bekommen für die Politik. Genau, und zu Beginn, das ist interessant, zu Beginn versicherte natürlich Macron, dass alle Vorschläge, die jetzt dieser Konvent erarbeitet, ungefiltert dann sozusagen der Gesetzgebung beziehungsweise dem Parlament vorgelegt werden würden. Das ist dann nicht eingetreten. Genau, vielleicht ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Also es wurden 150 BürgerInnen ausgewählt per Zufall, per Los sozusagen, wenn man will. Und diese verbrachen dann zunächst einmal 7 verlängerte Wochenenden zusammen. Und dann gab es dann Expertenbriefings von unterschiedlichen Institutionen und sie beschäftigen sich dann mit einer Reihe von verschiedenen Themen, wie zum Beispiel der Regulierung und Finanzen. Sie erfuhren von den Emissionsquellen, sie trafen sich mit Gesetzgebern, sie sprachen mit verschiedenen VertreterInnen aus Branchen wie Wohnen, Verkehr, Fast Fashion, Plastik und Lebensmittel und so weiter. Im Jahr 2020 dann präsentierte dieser Konvent dann tatsächlich 149 Vorschläge und darunter zum Beispiel die Einführung des Straftatbestandes des Ökozids
die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets, ein Werbeverbot für umweltschädliche Produkte und das Verbot von Inlandsflügen für Strecken, die mit dem Zug weniger als 4 Stunden zurückgelegt werden können. Genau, was ist sozusagen der Vorteil, was ist so das Ergebnis des französischen Klimakonvents? Also es gibt hier 3 Stärken. Man kann sagen, eben Klimabürgerversammlungen bringen neue Stimmen an den Verhandlungstisch. Sie stärken die gesellschaftliche Akzeptanz für politische Maßnahmen und sie in der Regel bieten sie neue Anregungen für umfassende und gerechtere Klimaschutzmaßnahmen. Genau, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis zur Umsetzung. Also Macron akzeptierte tatsächlich dann am Ende sozusagen alle Vorschläge des Konvents bis auf 3, nämlich das Tempolimit von 110 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen oder die 4%ige Ökosteuer für Unternehmensdividenden und auch die Verankerung des Umweltschutzes als vorrangiges Ziel in der Präambel der französischen Verfassung wurde dann vom Tisch gewischt tatsächlich. Genau, jetzt wieder zurück zum Thema der heutigen oder zum Argument der heutigen Vorlesung, nämlich zu sagen, wir brauchen eine radikale Demokratisierung. Warum ist das, was ich gerade kurz vorgestellt habe, als ein sozusagen demokratisches Experiment nicht genug, wenn wir über den sozial-ökologischen Wandel nachdenken? Die Kritik daran ist in der Regel relativ prägnant, und zwar wird gesagt, dass solche Formate, die sich an so einem Konsens ausgerichteten Ideal der Demokratie ausrichten, das, was denen sozusagen entgeht, wenn man davon ausgeht, dass Leute einfach zusammenkommen und sich dann austauschen und dann einsichtig sind in das bessere Argument, das, was dem Ganzen entgeht, ist, dass es in der Politik um Macht und Interessen geht. Ja, das heißt, zum Beispiel Chantal Mouffe, die politische Theoretikerin Chantal Mouffe, sie ist zum Beispiel unglaublich skeptisch, was Konsens betrifft. Und sie meint, dass es keine dauerhafte politische Lösung für Konflikte gibt. Denn solche Lösungen sind immer das Ergebnis von Machtverhältnissen. Ja? Und vor diesem Hintergrund ist es dann wichtig zu sagen, dass Demokratie eben in ständiger Bewegung ist, eben immer das Ergebnis ist von gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen. Also das, was wichtig ist, uns klarzumachen, ist, dass die demokratische oder auch die gesellschaftliche Ordnung zu einem bestimmten historischen Augenblick immer das Ergebnis ist von Konflikt und Auseinandersetzung um ihre Konstituierung. Ja? Und deshalb auch immer nur über politische Auseinandersetzung verändert werden kann. Das heißt, und jetzt kommen wir zur radikalen Demokratie, das heißt, das, was die Demokratie, die radikale Demokratie als eine Idee auszeichnet, ist, dass sie Demokratie vom Ausschluss her denkt. Ja? Das heißt, sie geht zuallererst mal davon aus, dass demokratische Institutionen nicht per se vor allem inklusiv sind, weil eben die gesellschaftliche Ordnung manche mit Privilegien ausstattet, während sie andere benachteiligt. Und diese Machtasymmetrien schreiben sich eben vor durch politische Prozesse und auch Institutionen. Bekannte Beispiele hier ist zum Beispiel, dass die formale Gleichheit vor dem Gesetz in Wirklichkeit nicht wirklich gilt. Zum Beispiel denken wir hier an die soziale Ungleichheit in Gefängnissen, aber auch das repräsentative Prinzip, eine Person, eine Stimme, wenn wir Stimme eben in Macht übersetzen, auch nicht gegeben ist, weil eben, wie schon zu Beginn gehört, Geld eben Macht ist in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Genau, auch nochmal vielleicht 4 Aspekte, die interessant ist und deutlich machen, warum wir Demokratie vom Ausschluss her denken müssen. Wir sehen zum Beispiel, dass vor allem jene Bevölkerungsgruppen sich von dem Urnengang verabschiedet haben, die eigentlich die meisten Forderungen an die Mandatsträgerinnen zu stellen hätten. Und das sind vor allen Dingen Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und geringem Einkommen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass politische Entscheidungsträgerinnen sich eher nach den Präferenzen richten der eben partizipierenden Gruppen, also der Gruppen, wo sie davon ausgehen können, dass sie bereit sind, überhaupt an die Wahlurne zu gehen. Und damit wird dann sozusagen der Teufelskreis geschlossen. Wir sehen außerdem auch, dass politische Entscheidungspositionen immer noch, oder nicht immer noch, aber mittlerweile nahezu ausschließlich von AkademikerInnen besetzt sind.
Und das Interessante ist, dass wir bei diesen demokratischen Experimenten, wie zum Beispiel dem französischen Klimakonvent, ja, ähnliche Dynamiken wiederfinden. Also wir sehen, dass trotz der Bemühungen immer noch bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden und dass es für bestimmte soziale Gruppen schwieriger ist, ihre Anliegen in diese Meinungsarenen zu tragen tatsächlich. Genau, für die radikale Demokratie ist außerdem wichtig eben der Blick auf Machtverhältnisse. Das heißt, das, was ich zu Beginn schon gesagt hatte, man geht davon aus, dass der Staat, der demokratische Staat eben keine neutrale, interessensausgleichende Instanz ist zur Herstellung eines Gemeinwohls, sondern eine Instanz, die durch Macht und ungleiche Verhältnisse strukturiert ist, ja, und eben auch durch rechtliche Normen zur Aufrechterhaltung dieser Verhältnisse beiträgt. Das heißt, das Verständnis hier ist zu sagen, beziehungsweise die radikale Demokratie geht nicht davon aus, dass die Aufgabe von Politik vorrangig darin besteht, dass man widerstreitende Interessen miteinander versöhnt. Denn die Idee hier ist, dass man sagen würde, beziehungsweise die Kritik daran ist, dass es ein ziemlich instrumentalistisches Verständnis ist, dass eben Menschen vor allen Dingen als rationale Wesen begreift, die Politik dafür nutzen würden, um ihre Einzelinteressen bestmöglich verwirklichen. Genau, das eine weitere Kritik ist dann auch zu sagen, dass Konflikt vor allen Dingen als Meinungskonflikt verstanden wird und man nimmt so an, es gäbe einen Markt einen freien Markt der Ideen und Möglichkeiten und sowas wie die Einsicht in ein besseres Argument oder es gäbe sowas wie das bessere Argument per se. Und die Idee der radikalen Demokratie ist stattdessen zu sagen, wir müssen soziale Konflikte eben nicht zuallererst als Meinungskonflikte verstehen, sondern als Macht- und Interessenskonflikte begreifen. Das heißt, ein solches Verständnis legt dann nahe, dass Demokratie nicht in allererster Linie eine Praxis des Problemlösens ist, sondern eine Praxis der Problematisierung. Die Schlussfolgerung aus so einer radikaldemokratischen Perspektive ist dann zu sagen, okay, wer Freiheit und Gleichheit will, ja, der muss sie immer wieder neu erstreiten. Ja? Denn obwohl Demokratie dieses Versprechen nach Gleichheit und Freiheit beinhaltet und demokratische Institutionen dieses Versprechen sozusagen transportieren, müssen wir immer wieder die Frage stellen, Freiheit und Gleichheit eigentlich für wen? Und wir müssen nicht nur die Frage stellen, sondern wir müssen aus einer radikaldemokratischen Perspektive auch immer wieder aufs Neue für Freiheit und Gleichheit diese Werte erstreiten, weil wir eben auch aus der Erfahrung, aus der Demokratiegeschichte wissen, dass selbst im Namen der Freiheit oder im Namen der Gleichheit bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen, ausgebeutet, vernichtet werden können. Genau, das, was jetzt interessant ist, ist, dass die radikaldemokratische Perspektive besonders die Rolle von sozialen Bewegungen und außerinstitutionellen Protesten betont, denn sie würde sagen, dass wir die Demokratie nicht erneuern können im Rahmen von politischen Institutionen, weil politische Institutionen immer auf Ausschlüssen basieren. Ja? Und die Aufgabe von Demokratie muss es sein, diese permanent neu hervorgebrachten Ausschlüsse zu hinterfragen. Und das kann eben nicht nur im Rahmen von politischen Institutionen passieren. Dazu brauchen wir sozusagen außerinstitutionelle Proteste und soziale Bewegungen. Genau, was heißt das jetzt, um sozusagen zum Ende zu kommen, was heißt jetzt das für eine Strategie der radikalen Demokratisierung auch im Zuge der Debatte jetzt eine sozial-ökologische Transformation. Zuallererst kann eine Perspektive der radikalen Demokratie dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Oder erst einmal Fragen zu stellen tatsächlich. Ja? Und eine Frage ist zum Beispiel, die wir stellen müssen, ist, wie viel Einfluss geben wir der Technologie? Ja? Und die Idee hier ist es zu sagen, anstatt dass wir über Technologie sprechen und sie zum ultimativen Akteur machen, sollten wir darüber nachdenken, dass sich Gesellschaften
fortwährend verändern und dass Technologie ein Teil dieser Bedingung ist. Ja, und vielleicht um ein kurzes Beispiel noch zu nennen, also es gibt so eine vorherrschende, vor allem liberale Sichtweise, die eines technologischen Determinismus und hier gibt es die Annahme, dass zum Beispiel Brexit und Trump das Ergebnis von neuen Technologien sind, die dann sowas wie Fake News und Filterbubbles und so weiter ermöglichen. Und eine Alternative zu so einer technodeterministischen Sichtweise wäre dann zu denken, wir bekommen Populismus nicht wegen, oder wir bekommen Trump und Brexit nicht wegen Twitter, sondern aufgrund von bestimmten Umstrukturierungen der Gesellschaft und Twitter ist nur ein Teil davon. Ja? Das heißt, wichtig ist, sich klarzumachen, dass zum Beispiel digitale Plattformen ein Katalysator für zum Beispiel individualisierte Politik sein können, aber letztlich werden Gemeinschaften zerstört, zum Beispiel aufgrund von bestimmten gesellschaftlichen Umstrukturierungen. Und diese Lücke, die dann entsteht, die wird dann sozusagen besetzt durch neue Technologien wie Twitter. In Bezug auf den ökologischen Wandel können wir zum Beispiel hier sehen, dass auch hier es so eine Idee gibt von einem technologischen Determinismus. Diese Vorstellung, wir müssen nur abwarten und dann werden es technologische Innovationen schon richten für uns. Und wichtig ist, sich hier klarzumachen, dass der Einsatz von Technologie eben kein Erfolgsversprechen per se ist. Technologien können Gemeinschaften und Ökosysteme zerstören. Wenn die Bedingungen aber für ein kollektives Leben gegeben sind, ja, dann können Technologien aber auch beim Aufbau von Gemeinschaften und dem Erhalt von Ökosystemen helfen. Genau, eine zweite Frage, die wir aus so einer radikaldemokratischen Perspektive stellen können, ist nämlich die, welche Rolle spielen soziale Konflikte für den sozial-ökologischen Wandel? Und hier müssen wir darüber nachdenken, wie eben soziale Konflikte eingebettet sind. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen aufhören, so zu tun, als wären wir alle gleichermaßen von der Klima- und der Umweltkrise betroffen. Und stattdessen müssen wir eben den ökologischen Wandel als einen konfliktreichen sozialen Prozess begreifen, mit ganz unterschiedlichen, wo es ganz unterschiedliche Interessen tatsächlich auch gibt. Und es geht darum, diese Konflikte sichtbar zu machen. Und schließlich geht es darum, die Frage zu stellen, wie könnte eine demokratische, nicht kapitalistische Gesellschaft aussehen? Und natürlich, das ist wahrscheinlich die große Frage und das ist auch das Gespenst der grünen Demokratie. Und es ist nicht an mir, hier sozusagen die Antwort zu liefern an dieser Stelle, aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass es genau für diese Frage eben so einen kollektiven Suchprozess braucht und dieser Suchprozess muss einerseits konkret genug sein, um Handeln anzuleiten gleichzeitig vielleicht aber auch muss ein solcher Suchprozess auch abstrakt genug sein, um dann nicht wieder als so ein technokratisches Projekt oder auch als so ein Projekt revolutionärer Arroganz interpretiert zu werden. Genau, abschließend noch drei Handlungsfelder für so einen sozial-ökologischen Wandel, oder drei Handlungsfelder, die aus so einer radikal-demokratischen Perspektive, die sich da stark machen ließen. Das sind zum einen eben bestimmte politische Interventionen, die Umweltschutz mit anderen sozialen Zielen verbinden, sind zum anderen demokratische Experimente, die eben mehr partizipative Entscheidungsstrukturen schaffen. Und drittens geht es darum, eben die Rolle von außerinstitutionellen Protest und sozialen Bewegungen nicht nur anzuerkennen, sondern im besten Fall sich auch selbst zu organisieren. Und ganz kurz zum ersten Punkt noch. Das, was wichtig ist, ist, das, was wir mehr denn je brauchen, ist eben Umweltschutz mit anderen sozialen Zielen zu verbinden, wie zum Beispiel die Schaffung guter Arbeitsplätze, die Verringerung von wirtschaftlicher Ungleichheit und so weiter. Denn Klimagerechtigkeit kann nicht nur bedeuten oder bedeutet nicht nur, dass wir irgendwie eine CO2-Steuer erheben und mehr auf erneuerbare Energien setzen, sondern es muss auch um gute Arbeitsplätze gehen, es muss um Mindestlöhne gehen, es muss um die Einführung einer Vier-Tage-Woche gehen.
Es braucht eine sichere Altersversorgung und eine hochwertige Gesundheitsversorgung. Wir brauchen erschwinglichen und guten Wohnraum und wir brauchen Investitionen in freie Bildung. Ja? Also schlussendlich geht es darum, sozusagen das Paradigma, das, worauf heute insbesondere gesetzt wird, umzudrehen. Und das, worauf heute insbesondere gesetzt wird, ist eben diese Vorstellung, dass der private Sektor der wirkliche wahre Motor für Innovation und ökologischen Wandel ist. Ja, und dass staatliche Aktivitäten und die Bereitstellung, beziehungsweise staatliche Aktivitäten sollen beschränkt werden auf die Bereitstellung von Finanzmitteln, und zwar in die Bereiche, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass jetzt die Privatwirtschaft wenig Anreize hat, da zum Beispiel zu investieren. Und das, was wir auch sehen können, ist, dass so eine weit verbreitete Idee ist, eben die, dass staatliche Investitionen vor allen Dingen dort getätigt werden, beziehungsweise getätigt werden im Namen einer nationalen Wettbewerbsfähigkeit um erneuerbare Energien. Genau, das zweite Handlungsfeld, das der demokratischen Experimente, also eine zweite Priorität sollte sein, eben diese Ausweitung von solchen Experimenten und auch das Zusammenbringen von verschiedenen losbasierten AkteurInnen. Frankreich war jetzt ein Beispiel, und auch hier kann man tatsächlich neuere Technologien nutzen, also diese ganzen Civic Platforms, Participatory Budgeting und so weiter und so fort. Diese Technologien können davon genutzt werden, um eben den Austausch von Problemdefinitionen und auch Problemlösungen zu ermöglichen. Zum Beispiel könnte man diskutieren, ob und wie CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologien genutzt werden sollen und auch in welche Bereiche investiert werden soll. Und schließlich, und damit ende ich, geht es um die Anerkennung von außerinstitutionellen Protest und sozialen Bewegungen für globale Klimagerechtigkeit. Im Grunde geht es darum, dass wir nicht davon ausgehen können, dass politische EntscheidungsträgerInnen oder sogenannte Carbon Market Mechanism oder Technofixes das Problem für uns lösen. Und dafür stehen Bewegungen wie Fridays for Futures, Extinction Rebellion und so viele andere Bewegungen und Bürgerinitiativen und so weiter. Nicht zuletzt in Glasgow 26, in COP 26 in Glasgow vor kurzem, hat uns das nochmal eindrücklich vor Augen geführt, dass eben die politischen und wirtschaftlichen Eliten ihre Privilegien nicht freiwillig abgehen. Und das zeigt uns eben auch, die Demokratiegeschichte schlussendlich. Ja? Also wir sehen, dass es in der Geschichte der Demokratie stets die Aufstände und Proteste waren, die uns eine stärkere Demokratisierung aufgezwungen haben. Und COP 26 in Glasgow zum Beispiel, da haben sich die Proteste gegen den globalen Kohlenstoffmarkt gerichtet, unter anderem, also gegen sozusagen so eine grüne kapitalistische Version, und gegen Carbon Colonialism wurde protestiert. Und man hat dagegen protestiert auch darauf aufmerksam gemacht, dass eben der globale Kohlenstoffmarkt eben Anreize schafft zur Privatisierung, zur Kommodifizierung von Land- und Waldressourcen im globalen Süden, und dass das eben oft damit einhergeht, dass die Grundlagen, die Lebensgrundlagen von der lokalen Bevölkerung zerstört werden. Die Proteste richteten sich auch gegen Regierungen der reichen Länder, die eben des globalen Nordens, die sich im Kontext eben dieser Net-Zero-Emissionsverpflichtungen freikaufen, indem sie eben in Ländern des globalen Südens sogenannte Carbon Credits, sogenannte CO2-Kompensationen produzieren. Und Deutschland beispielsweise zählt zu den Ländern, die derzeit am meisten Kohlenstoffzertifikate kauft. Diejenigen, die die globalen Märkte verteidigen, die argumentieren dann oft und sagen, dass Kohlenstoff im globalen Süden billiger ist und daher ist es ein globales Gut, mehr davon dort zu kaufen, anstatt in lokale Kompensationsprojekte zu investieren. Aber vielleicht lässt sich an dieser Stelle sagen, und das ist ein Gedanke, mit dem ich dann auch tatsächlich ändern möchte, ist, dass man auch sagen könnte, dass lokale Kompensationsprojekte nämlich ein Beitrag sind zur globalen Klimagerechtigkeit, denn sie bieten zwei nicht zu unterschätzende Vorteile, nämlich zum einen ermöglichen sie eine lokale Kontrolle und Rechenschaftspflicht und zum anderen halten sie den geografischen Zusammenhang zwischen Umweltschäden
und deren Behebung aufrecht. Und damit sind wir am Ende dieser doch recht langen Vorlesung angekommen. Ich hoffe, es war vielleicht der eine oder andere der Gedanke dabei, der einlädt, sich mit dem Thema noch mehr zu beschäftigen. Und danke an dieser Stelle für euer Interesse.